Naja, das ist letztens passiert. Ich bin so müde, ich kann kaum... Okay, du kannst zu Hause bleiben. Ist in Ordnung, Sharrow. Und so geht es jetzt weiter. Tag 98, der 20. Oktober am Sonntag. Studie, Frauen nutzen Telefonsex mehr als Männer. Okay. Das ist sehr eigenartig, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Popstar Alana Moraes wegen kleinen Ladendiebstahls angezeigt und Magpie Verlag bietet kostenlose Schulbücher an. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich auf jeden Fall toll und ne? Drei Daumen hoch bei der Stadtverwaltung. Das wollte ich sehen, ich gehe mal zur Arbeit. Eins, zwei, drei, vier. Das ist natürlich noch nie passiert, viermal, nee. Armstrong ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Warum nicht? Okay, ich habe zu viel getrunken, ich glaube, ich kann mich heute nicht zusammenreißen. Okay, Johnson, bleib mal zu Hause. Und Percy, ich habe gestern eine Wette verloren. Ja, bleib zu Hause, ist komplett in Ordnung. Percy und Johnson sind weg. Dafür ist Iron Rose da. Iron Rose ist super, ich beginne mal den Tag und zwar dieses Mal wieder mit Old Mirkbore Reach, ne? Das habe ich schon lange nicht mehr gehört und ich möchte mal ein bisschen Pep in die Sache bringen. Ein bisschen Schwung, ne? Das muss sein. Düm, düm, düm. So, Tanner Scott hat sich als Mitglied einer Gang herausgestellt, die als Schlüssellose bekannt ist. Er könnte ihnen bei der Zerschlagung der Gang helfen, wenn sie ihn zum Informanten machen. Annehmen, mache ich. Tanner Scott, was willst denn du von mir? 45.000? Weißt du was, ich bin an Christopher G. Sand dran. Mafia, mein Anteil. 4.000, ich nehme alles. Und teile es. Genau wie hier, ich teile das. Und jetzt kommt es zum Diebstahl in der Vorstadt. Pass auf. Eine Frau hat angerufen, um zu melden, dass sie einen Dieb auf frischer Tat ertappt hätte. Mir ist schon mehrfach Unterwäsche gestohlen worden, die ich nach der Wäsche zum Trocknen aufgehängt hatte. Heute habe ich gesehen, wie ein Teenager auf einem Fahrrad meine Lieblingshöschen von der Leine gezogen hat. Dieser verdorbene Junge radelt hier gerade durch die Nachbarschaften. Oh, der will einfach nur ein bisschen Liebe. Weiß auch nicht. McNally und Ascheng kümmern sich drum. Währenddessen ich jetzt endlich mal die Ermittlungen angehe, pass auf, pass auf, pass auf. Wir fangen jetzt erstmal mit dem einfachen Kram an. Vermisste Person? Detective Luckett ist der führende Detective. Pass auf, Judith Morrow, Ehefrau. Wir waren vor ein paar Wochen mit dem Abbezahlen der Hypothek spät dran, aber Eric hat eine große Bonuszahlung erhalten und alles war geklärt. Aber mein Mann war sehr nervös wegen des Geldes. Er hatte Angst, dass jemand von seiner Arbeit uns ausrauben könnte. Sie arbeiten dort mit vielen ehemaligen Straftätern, okay? Mr. Morrow, Bruder von Ashton Morrow, Bruder von dem Typen da, Ashton Morrow, so heißt er. Eric hatte schwere Geldprobleme. Vor drei Wochen hat er gefragt, ob er Geld von mir leihen könnte, aber bei mir ist es selber knapp. Eric hat angefangen zu weinen und gesagt, er müsse ein Geschäft mit üblen Leuten machen. Mr. Wheeler, ein Kollege, vor ein paar Wochen hat Eric Streit mit einem Vorgesetzten. Er hat sich vollkommen untypisch verhalten, er wollte Geld borgen und hat geflucht wie ein Rohrspatz. Oh, ist das süß, wie ein Rohrspatz. Mrs. Olivares. Gabriele Olivares, Sekretärin in Erics Firma. Ich habe vor kurzem ein Telefonat von Eric mitgehört, konnte aber nur ein paar Fetzen verstehen. Das nächste Treffen mit den Zwillingen wird mein letztes sein. Das wird ein guter Abend. Ich dachte, er würde wieder über Prostituierte reden. Okay. Und hier haben wir den Papierkorb. Hallo, Mr. Papierkorb. Ein Bon von Eddie's Burgers, eine Broschüre mit dem Titel Vermehren Sie Ihr Geld in 5 einfachen Schritten, eine Reihe von Dokumenten, ein leerer Umschlag mit dem Stempel, Mitteilung der Zwangsräumung und Werbung aus der Sexindustrie. Okay, Eric, du hattest ein paar Probleme. Okay, da war nochmal der Text dazu. Judith Morrow hat der Polizei berichtet, dass ihr Ehemann Eric verschwunden sei. Sie war von einer Geschäftsreise früher heimgekehrt, um ihn zu überraschen, aber die Wohnung war durchwühlt worden und Eric nirgendwo zu finden. Auch auf der Arbeit hat ihn in den letzten 5 Tagen niemand gesehen. Er ist verschwunden. Na gut, pass auf, es fing irgendwie an mit, warum haben wir das, ist das nicht komplett das gleiche? Move out, ach nee, Delay of Payment. Delay of Payment oder Move out? Delay of Payment? Fing's damit an? Ich weiß es nicht. Okay, warte mal. Dann hat er sich mit irgendwelchen Zwillingen getroffen. Zwillinge? I don't even know. Oder mit... Warte mal. Ha! Mr. Morrow. Geldprobleme. Er wollte auf jeden Fall zum Chef... Warte mal, das ist seine Firma da, oder was? Warte mal, er wollte sich Geld leihen? Das wollte er auf jeden Fall tun, aber...
So, er wollte sich Geld leihen, ne? Das ist, schätzen wir mal, das ist sein Vorgesetzter oder der hier, keine Ahnung. Das könnte auch sein Vorgesetzter sein. Er wollte sich Geld leihen, aber er wütend. So, dann hat er sich mit den Zwillingen getroffen oder wollte sich treffen mit den Zwillingen. Lief auch nicht so gut, schätze ich mal, keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Ist er tot? Warte mal, Ashton Morrow, Bruder, schwere Geldprobleme. Er müsse ein Geschäft mit üblen Leuten eingehen, das sind die Zwillinge, Mr. Wheeler. Er wollte Geld borgen, das könnte das sein hier. Bin mir nicht sicher, Mrs. Olivares. Treffen mit den Zwillingen wird mein letztes sein, es wird ein guter Abend. Okay, Bon von Eddie's Burgers. Vermehren Sie Ihr Geld. In 5 einfachen Schritten. Dokumente, eine leere Mitteilung der Zwangsräumung. Ach so, Move Out. Das muss ja das sein hier. Das muss das sein. Move Out. Und Werbung aus der Sexindustrie. So, er kommt also raus, hat kein Geld. Scheiße. Jetzt muss er also verschwinden, weil es gibt Probleme. Keine Ahnung. Ha, ist nicht richtig. Ist er tot? Ich weiß es nicht genau. Mann, ist das komplex. Warte mal, vielleicht ist das denn vorgestellt. Okay. Eric Morrow. Er hat noch nie Ärger mit dem Gesetz gehabt. Luca Bergman, in gewissen Kreisen gut als Geldverleiher bekannt. Er kriegt sein Geld immer wieder, egal mit welchen Mitteln. Was zur Hölle? Warum? Was? Ich hab einfach nur gerade rumprobiert. Okay, gut. Okay. Eric Morrow ist Verdächtiger und Luca Bergman auch. Herr Bergman, ich verstehe, Eddie's Burgers oder Motel. Wir müssen ja die vermisste Person finden. Den Informanten nach, die im Rahmen der Ermittlungen gefunden wurden, nutzt Eric dieses Motel öfters. Könnte durchaus hinkommen. Oder? Eddie's Burgers. Den Informationen nach, die im Rahmen dieser Ermittlungen gefunden wurden, wickelt Luca seine Geschäfte in diesem Café ab. Wen will ich denn jetzt finden? Die vermisste Person will ich finden. Also im Motel muss ich suchen. Ich schicke mal, Iron Rose und Otsaki. So, während wir uns jetzt das angucken. Bewaffneter Raub im Blitzcafé. Wow. Ein Junkie rannte in einen Diner, bedrohte alle mit einer Pistole und verlange alles Geld aus der Kasse sowie die Portemonnaies der Gäste. Er hat 2 Schüsse in die Decke abgegeben. Okay. Simpson, Mitchell, Otsaki, Shannon, der jetzt dabei ist. Und das war's. Das war's einfach mal. Mal gucken, ob das was wird. Bombendrohung in der Freeburg Grundschule. Okay, ein junger und verängstigter Lehrer hat ausgesagt, einer seiner Schüler habe eine Bombe mit zur Schule gebracht. Der Junge war immer viel zu ernst für ein Kind. Ich hatte immer schon den Verdacht, dass da was im Argen war. Und als Ahmed heute in den Unterricht kam, habe ich in seinem Rucksack etwas ticken hören. Ahmed natürlich, was für ein Klischee. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich was sein könnte. Ich schicke mal Cecil, Vasquez und Huang. Sollte erstmal reichen. Während wir uns jetzt, ne, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, den anderen Fall angucken, und zwar Mord, Christopher G. Sand. Ich will das heute fertig machen irgendwie, keine Ahnung. So, der Anführer, Christopher G. Sand, ist der Anführer der Mafia-Familie Sand. Eine Rolle, die ihm als Enkel des Gründers zugefallen ist. Er tötet nur in außergewöhnlichen Fällen selbst, aber der Fall von Timothy Wayne ist außergewöhnlich. Okay, so, Opfer. Timothy Wayne ist der Besitzer des Autohauses Hölle auf Rädern, der Vaga bei seinem Krieg gegen Sand geholfen hat. Er wurde von Orson Sand und seinem Komplizen entführt. Anschließend brachten sie Timothy Wayne in einem Krankenwagen zur Ranch, zogen ihn nackt aus und setzten ihn neben den Vogelkäfig und die Jagdhunde. Dort musste er auf die Ankunft von Christopher G. Sand warten. Das Gespräch. Christopher G. Sand wollte eine Erklärung hören, warum Timothy Wayne nach so vielen gegenseitig erfolgreichen Jahren beschlossen hatte, ihm in den Rücken zu fallen und sich auf Vicus Vargas Seite zu schlagen. Als Antwort spuckte Timothy Wayne Christopher G. Sand ins Gesicht. Heftige Scheiße. Waffen? Christopher G. Sand ist ein erfahrener Jäger und zieht Jagdgewehre vor, aber im Fall von Timothy Wayne verwendet er ein Schrotgewehr. Er schoss Timothy in den Bauch, damit er vor dem Tod noch leiden musste. Okay. Hunde? Der blutende Körper von Timothy Wayne wurde in den Zwinger mit den hungrigen Jagdhunden geworfen. Pass auf. Es ist ja klar, das war der vorhergehende Fall, dass der Typ in einem Krankenwagen geliefert wurde, ne? Er wurde ja quasi hergebracht, irgendwie. Also, warte mal, ist das nicht das gleiche Bild? Nee. In der Zwangsjacke kam er an, genau. Das war letztens der Fall. Er war nicht normal angezogen, er kam in der Zwangsjacke an. So, dann haben sie ihn nackt ausgezogen, das stand ja dann im Text, ne? So, dann musste er ja irgendwo warten auf Christopher G. Sand. Er war nackt, nicht angezogen, er war nackt. So, er wartete auf Christopher G. Sand, dann haben sie kurz gequatscht, bla bla bla, dann hat er ihm ins Gesicht gerotzt, das ist klar.
So, daraufhin hat er ihm in den Bauch geschossen, er war nackt. So, und dann kamen die Hunde, ne? Was ist denn das hier? Was soll denn das heißen? Keine Ahnung. Dann kamen die Hunde. Ich hab's geschafft! Christopher G. Sand, Anführer der Mafia-Familie Sand, schließen. Okay, das ist okay. Wow, wow. Wir haben Christopher G. Sands Fall gelöst. Instant. Okay, Bombendrohung. Freeberg weiter schon. Okay. Erstmal, weißt du, Vergewaltigung. Im Unterhaltungsviertel. Der Sportlehrer Spencer Nettles fing damit an, eine seiner Schülerinnen in einem Klassenzimmer zu belästigen. Sie schlug ihn mehrfach und versuchte, ihn zurückzudrängen. Aber stattdessen wurde der Mann wütend und begann, dem Mädchen die Kleider vom Leib zu reißen. Dagger und Spain, kümmert euch darum. Oh mein Gott, bewaffneter Raub, Blitzcafé, wer ist denn das? Ne? Als er die Polizisten sieht, packt der Verdächtige eine Frau und richtet seine Waffe auf die Beamten. Versuchen, den Täter in den Kopf zu schießen, seine Forderung anhören. Sie sind umstellt, heben sie die Hände über den Kopf und ergeben sie sich. Weißt du was, wir hören mal seine Forderung an. Der Verdächtige stößt die Frau plötzlich von sich und rennt auf die Lieferantentür zu. In den Rücken schießen, sich auf ihn stürzen, nach draußen rennen und ihn dort verfolgen. Ah, der hat nicht geschossen. Ich verfolge ihn mal. Na, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Täter gefasst, beamt unverletzt, unversehrt und Zivilisten unversehrt. Super duper, vermisste Personenbericht. So, Lacke, Täter gefasst. Oh. Die vermisste Person ist auf jeden Fall wieder da, ne? Nee, warte mal, der Fall ist nicht gelöst. Mann! Ich will doch alles andere lösen! Come on! Bombendrohung! Okay, in der Eingangshalle der Schule haben Schüler ein verdächtiges Bündel entdeckt, in dem sich eine Art Mechanismus in Verbindung mit Drähten und Röhren befand. Das Gebäude wurde sofort fast gänzlich evakuiert. Okay. Wir schicken mal McNally, Ascheng und Hernke. Wir haben nicht mehr. Tut mir leid. Die anderen kommen gerade erst zurück, ne? Warte mal. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2 haben wir da. So, zack. Einbruch. John Whitman. Oder Whiteman? Hat mit sehr langsamer Stimme ausgesagt, 10 Männer durch ein Fenster klettern gesehen zu haben, die jedoch alle gleichzeitig durch wollten und deswegen stecken geblieben seien. Es ist komisch und auch verängstigend, der Anblick voll seltsam, wie in einem Cartoon, fuhr Mr. Whitman mit einem unnatürlich klingenden Tonfall fort. Warte mal, brauchen wir da mehr als 2 Leute? Ich denke ja nicht, ne? Iron Rose und Ozaki macht... Okay, doch nicht! Okay, dann kommt jetzt Simpson, Ozaki und Iron Rose, Shano mit... Ne, die drei nur... Dann haben wir hier... Oh Mann! Als er die Polizisten sieht, lässt Mr. Nettles das Mädchen los und bewegt sich in Richtung des Umkleideraums und sagt, wir haben nur ein bisschen rumgealbert. Okay. Ach so, die Vergewaltigung. Glauben Sie, dass die Überwachungskameras was davon eingefangen haben? Das Opfer beruhigen, den Verdächtigen überrumpeln, so boom. Ne, der Trainer eilt zu seiner Tasche und zieht eine Waffe daraus hervor. Gehen Sie einfach weg, es ist nicht das, was Sie denken. Den Trainer anschreien, versuchen den Trainer zu beruhigen, mit einem Taser betäuben, das ist es. Okay, das haben wir. Überspringen. Schließen. 2, 1, what is it? Okay, Kindesmisshandlung im Einkaufszentrum. Im Spielzeugladen hat ein kleines Kind begonnen, sich aufzuregen und ein Spielzeug zu verlangen. Die Mutter hat erst angefangen zu schreien, dann den Jungen mit aller Kraft zu schlagen. Der Verkäufer hat die Polizei angerufen und gesagt, dass die Frau sei betrunken oder high. Und sich kaum bewusst, was um sie herum vorgehe. Ich fürchte, sie wird das arme Kind schwer verletzen. Deswegen kommt auch Ozaki und Shano mal vorbei. Während wir mal wieder warten und das hier angucken. Mann. Okay, Zerstörung von Privateigentum. Ein wütender Kunde ist mit einem Baseballschläger in den Schauraum gekommen und hat dort angefangen, auf die ausgestellten Wagen einzuschlagen. Ich habe hier ein brandneues Auto gekauft, aber ne, nach einem Monat wollte er es nicht mehr anspringen und ihr Leute habt nichts dagegen unternehmen wollen. Der Besitzer wollte eingreifen und den Mann beruhigen, bekam dafür aber nur einen Schlag auf den Kopf. Die Situation spitzt sich zu. Mitchell, Huang und Vasquez gucken sich das an. Ich möchte gerne mal bitte, ne? Ich möchte bitte die Fälle lösen. Der Terrorist war der 8-jährige Ahmed, der seine brandneue Armbanduhr mitgebracht hatte, um sie einem Freund zu zeigen, okay? Ich wusste, es war zu viel, es war einfach zu klischeehaft, ne? Diebstahl, Täter gefasst, Beamte unversehrt, schließen, Bombendrohung, Täter ist entkommen, Beamte unversehrt, what? Okay, was haben wir denn hier? Oh, ich habe echt keine Zeit mehr, um diese ganzen Dinge hier zu lösen, ne? Also habe ich wahrscheinlich schon, Einbruchbericht,
John Whitman hat die dreifache Dosis seiner Medikamente genommen und den ganzen Abend nur auf eine weiße Wand gestarrt. 10 in einem Fenster stecken gebliebene Männer waren nur einer der Cartoons, die er dort sah. Achso. Okay, oh Mann, mit Kindesmisshandlung. Die Frau schlägt weiter auf den Jungen ein, der offenbar das Bewusstsein verloren hat. Was zur Hölle, Alter? Guck dir das mal an. Der Frau vorschlagen, dass sie besser einen Gürtel nehmen sollte. Okay. Okay, das ist ein... Okay. Die Frau von dem Kind wegziehen. Machen wir das mal. Wow, was ist denn das für eine Mutter? Ganz ehrlich, die muss weg. Ganz ehrlich. So, 9, 8, 7, Drogenbesitz, Sugar Daddy, Kaffee. Oh! Kommt jemand nach Hause? Warte mal, schaffen wir das? Naja, wir schicken mal Spain. Sollte reichen. 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben wieder ein paar Leute da. Mord auf dem Friedhof. Das klingt ganz stark nach einem falschen Alarm. Laurie Knauer hat mit einer emotionslosen Stimme angerufen und behauptet, jemand habe ihren Ehemann umgebracht und niemand würde etwas dagegen unternehmen. Ich habe ihn gerade begraben. Können Sie mir sagen, warum niemand etwas tut? Das ist Mord. Das ist nicht... Ist das nicht Ihre Aufgabe? Nee. Falscher Alarm, definitiv. Mord auf dem Friedhof. Nee, warte mal. Drogenbesitz. Das war was... Ah, nein! Das war was anderes. Ich... Oh, nö. Ja, okay, weißt du was? Dafür haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit, um die Fälle zu lösen. Interessant. So, Mord, vermisste Person, Eddie's Burgers, weißt du was, wir schicken erstmal da ein paar Leute hin. Iron, Rose und Hörnke. Den Informanten nach, ja genau, da ist jedenfalls dieser komische Typ, ne? Dieser Typ, der Geld eintreibt, Mord auf dem Friedhof, ist falscher Alarm. Gewaltsame Auseinandersetzung. Du kannst mich erstmal schauen wir uns das hier an. Zerstörung von Privateigentum, ich komme nicht mehr hinterher. Ist das stressig heute, so wie gestern, ne? Als wollte das Spiel nicht, dass ich hier zum Ende komme. Bericht Mord. Laurie Knauers Ehemann ist an Krebs gestorben, an dem er über viele Jahre litt. Während des Begräbnisses erlag sie ihren Trauer und erlitt einen Schock. Ihrer Trauer. Sie ist derzeit nicht zurechnungsfähig. Okay. Hört doch mal auf jetzt mit den Scheißfällen. Ich habe die ganze Zeit so wenig gehabt und jetzt, wo ich mal was lösen will, kriege ich hier am laufenden Bande irgendeine Scheiße. Zwei Personen weigerten sich, gemeinsam einen Platz in der Schlange vor einem Nachtclub zu teilen und haben begonnen, miteinander zu kämpfen. Die Sicherheitsleute haben beschlossen, nicht einzugreifen. Okay. Dagger und Shadow, keine Ahnung. So, pass auf. Pflegeheim Mord. Christopher G. Sand ist dort hingekommen, um seine ältliche Mutter zu besuchen. Finde ich nicht. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ist nicht richtig. Dann ist er hier. Christopher G. Sand widmet seinem neuen Projekt sehr viel Zeit. Eislauf-Arena könnte sein. Oder hier. Christopher G. Sand ist dorthin gekommen, um seine etliche Mutter zu besuchen. Warte mal. Ranch. Der ist auf seiner Ranch. Der verlässt seine Ranch nur selten. Das ist es nämlich. Pass auf. McNally und Ass Chang. Ihr Vater jetzt hin, Alter, und sterbt wahrscheinlich. Ist mir komplett egal. Aber wir müssen Christopher G. Sand jetzt fassen. Mord im Ghetto. Linda Hill berichtet, dass ihre Nachbarin Tamara Postogna sich während des Abendessens mit ihrem Mann gestritten und dann einfach ein Messer gegriffen und ihm in den Hals gerammt hat. Sie ist vollkommen durchgedreht. Sie hat das Gas aufgedreht und wollte eine Flamme anzünden, um die ganze Wohnung mit den Kindern darin hochzujagen. Sie wollte nicht auf mich hören. Okay. Das klingt sehr, sehr furchtbar. So, wir schicken mal die drei dahin. Vermisste Personenbericht. Ah, Täter gefasst. Haben wir jetzt den Fall endgültig gelöst? Ja, haben wir. Guck mal. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Schließen. Wow, okay. Angriff im Ghetto mit einer tödlichen Waffe. 6 junge Männer spielten Straßenfußball und haben aus Versehen ein Ladenfenster zerbrochen. Der Besitzer des Ladens kam heraus, um sich darum zu kümmern, aber die Männer verprügelten ihn und spielten dann weiter. Ein Zeuge hatte ausgesagt, dass einer der Spieler eine Waffe bei sich hatte. Hätte oder hatte, je nachdem. So, Hörnke, Iron Rose natürlich wieder, das müsste funktionieren. Weißt du, was auch dumm ist? Das hier. Ich meine, Christopher G. Sand wird doch niemals von 3 Polizisten verhaftet werden können. Das geht doch gar nicht. Aber gut. Gewaltsame Auseinandersetzung. Einer der Kämpfenden hat eine Bierflasche an der Wand zerschlagen. Er führte das abgebrochene Ende wie ein Messer. Sein Gegner packt seine Hand sowie seine Kehle und ruft etwas. Den unbewaffneten Mann vom anderen wegziehen, einen Warnschuss in die Luft feuern, den Mann mit der Flasche packen. Ja? Okay, der Verhaftete schlägt einen Polizisten und versucht zu entkommen. Ihn mit einem Taser betäuben, ihm hinterherjagen, bleiben sie sofort stehen, betäuben. So, das hat funktioniert. Weißt du, die beiden räumen auf hier. Shadow, der ist komplett traurig, einfach nur komplett traurig. Jetzt kommt's drauf an. Die Ranch, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Als ob wir den kriegen können.
als ob wir Christopher G. Chant... Falscher Ort. Falscher Ort auf der... What? Okay, was ist das? Desire Park? Oh mein Gott, auf dem Küchenboden liegt die Leiche eines Mannes und daneben sitzt eine kaum ansprechbare Frau mit einer Schachtel Streichhölzer in den Händen. Es riecht stark nach Gas. Den Puls von Frau und Mann überprüfen, das Fenster öffnen, Gas abdrehen erstmal. So, aus dem benachbarten Zimmer ist Wein zu hören, die Tür ist abgeschlossen. Ruhig bleiben, alles wird gut. Die Tür aufbrechen und die Kinder auf die Straße führen, nach einem Schlüssel... Nee, aufbrechen. Boom! So, Situation geklärt, würde ich sagen. Okay, nice. Können wir jetzt direkt zum nächsten Ort fahren, oder... Nee, wir müssen warten, bis Mole zurück ist. Das dauert ein bisschen. Oh, es ist schon 0 Uhr, wir müssen uns beeilen. Wo ist er denn? Pflegeheim oder Eislaufarena? Oh, I don't know. Lager ist ernster als gedacht, ne? Wir benötigen Verstärkung. Spain. Geh mal hin. So, fahrt mal schnell zurück, bitte. Schnell. Ich will heute diesen Fall noch lösen. Ich habe gerade nicht aufgepasst, was da gerade kam. Was zur Hölle ist los mit mir? Ich bin komplett abgelenkt. Ich will einfach nur diesen Christopher G. Sand finden. Haben wir es jetzt? No! Der Tag ist beendet worden. Ah, come on. Wirklich? Ich kann nichts mehr machen. Oh, nee. Angriff mit einer tödlichen Waffe. Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt, überspringen. Schließen. Und ich beende den Tag. Ja, ist denn das zu glauben? Wir haben Christopher G. Sand nicht fassen können heute, obwohl wir wirklich alles gemacht haben, um es zu gewährleisten, weißt du? Wir haben wirklich fast alles geschafft. Aber wir waren am falschen Ort. Gut, wir müssen jetzt also auf morgen warten, beziehungsweise auf übermorgen, denn ich habe vergessen, Mole der Schicht morgen zuzuweisen. Deswegen können wir morgen ihn nicht holen. Das können wir nicht, sondern erst übermorgen. Also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Scheiße. Gut, bis es soweit ist, bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen. Mach dir noch einen schönen Tag, ne? Und, wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüssi.